Oldtimer rollen durchs Vogtland. Das vergangene Wochenende stand wieder ganz im Zeichen des IFA-Fahrzeugfestivals. Bei der 15. Auflage waren im Rebisgrüner Gewerbegebiet über 500 Fahrzeuge am Start, darunter erstmals auch eine Diesellok. Höhepunkt der Traditionsveranstaltung war die rund 85 Kilometer lange Vogtlandausfahrt am Samstag über Werder, Magneukirchen zurück nach Rebisgrün. Vieles, was damals im Industrieverband Fahrzeugbau der DDR produziert wurde, konnte entlang der Strecke bewundert werden. Darüber hinaus waren aber auch zwei- bzw. Dreiräder, Laster, Traktoren oder Armeefahrzeuge unterwegs. Abgerundet wurde das Festival, das von einem Rebisgrüner Autohaus veranstaltet wird, unter anderem mit einer Motorsportveranstaltung am Sonntagvormittag.